Hallo, erstmal möchte ich da noch was dazu sagen. Es ist nicht mein Projekt. Ich bin eher in der Anwenderschicht. Die ganzen Konfigurationselemente gibt es schon länger im Linux-Kernel und auch wird jetzt mit dem Aufkommen vom Raspberry Pi, habe ich das dann entsprechend auch benutzt. Okay, dann möchte ich euch noch herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag. Sind doch so viele gekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht, zu so später Stunde. Dann fange ich mal gleich an. Mein Name ist Andreas Zilli, ich bin Softwareentwickler aus Karlsruhe. Also wenn jemand Probleme haben sollte mit meinem Dialekt, bitte melden und ich versuche dann etwas weniger breit Karlsruherisch zu sprechen. Zu erreichen bin ich unter Twitter oder auch unter meinem Blog. Das befindet sich gerade im Umbau, deswegen ist zurzeit leider nicht so viel da, aber ich hoffe, dass ich im Laufe nächster Woche dazu komme, die alten Sachen wieder freizuschalten und das Blog wieder zu bevölkern. Meine kleine Agenda für den kürzeren Vortrag. Erstmal gehe ich auf die Spezifikation kurz ein vom Pi Zero bzw. vom Pi Zero W. Und da möchte ich mal fragen, wer hat denn schon ein Pi in seinem Besitz? Das sind doch schon einige. Ich muss sagen, ich hatte, als ich damit angefangen habe, vor einem halben, dreiviertel Jahr noch Probleme, überhaupt einen zu bekommen. Irgendwie war da vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas, also bevor der neue Zero W rausgekommen ist, doch eher eine Verknappung vom Pi Zero. Dann gehe ich kurz auf den OTG-Modus ein, des Pi Zero, was eigentlich der Hauptteil meiner Präsentation ist. Ein paar Demos sollen dann das Ganze abrunden und die Sachen, die ich nicht in den Demos vorstellen kann, werden dann in den weiteren Möglichkeiten aufgezeigt. Also hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass doch schon so viele ein Pi Zero haben. Dann gehe ich nur kurz über die Spezifikationen. Interessanteste Sache an dem Pi Zero ist eben der OTG-Port, der hier ausgeführt ist an der Stelle. Dann im Februar kam der Pi Zero W raus, zusätzlich mit Wireless und Bluetooth. Und da möchte ich auch. Ich bin Informatiker mit Signalen, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann auf dem Bild oder am Beamer. Bin fasziniert von der Positionierung bzw. von der Ausführung von der WLAN-Antenne vom Pi Zero. Das ist sehr gut gemacht, heißt es. Meine Motivation war für den Die Benutzung vom OTG-Modus war doch, wenn ich ein Pi Zero in Betrieb nehme, brauche ich doch schon einiges an zusätzlicher Hardware. Ein HDMI-Stecker, wenn ich nur einen großen Kabel zur Verfügung habe, das OTG-Kabel und eben ein Power-Anschluss. Das war hier mein erster. Das ist ein Pi Zero, das alte Modell, aber schon mit dem Kamera-Connector. Ich hatte das angefangen und war am Verzweifeln, weil es waren wohl einige im Sortiment und im Verkauf, wo das mit dem OTG-Modus überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und das war leider einer so von denen. Dann habe ich mir einen zweiten gekauft, als der W rausgekommen ist. Und bei dem funktioniert es auf Anhieb mit dem OTG-Modus. Was eben meine Motivation war, den Raspberry Pi in Betrieb zu nehmen, ohne die umfangreiche Hardware, die doch noch nötig ist, zusätzliche Kabel oder Adapterstecker. Mit dem OTG-Modus habe ich die Möglichkeit, über den OTG-Port verschiedene USB-Geräte zu emulieren. Dazu zählen die serielle Schnittstelle und die Netzwerkschnittstelle. Das sind für mich persönlich waren das die interessantesten Anwendungsgebiete. Dann kann ich noch einen USB-Speicher emulieren oder Eingabegeräte. Für die anderen X-Kabel,
exklusiveren Sachen wie MIDI, Audio oder Webcam, die nenne ich jetzt nur hier, aber die habe ich selber nicht ausprobiert, aber der Treiber im Linux-Kernel stellt es auch zur Verfügung, dass ich eben auch Geräte aus der Geräteklasse emuliere. Ein Link hier zu GitHub. Unterm USB-Gadget-Ordner sind die ganzen Sachen zu finden. Also die ganzen Treiber für die Schnittstellen. Und dann eben auch das hier oben ist auch nur ein Auszug aus den verfügbaren USB-Geräten. Da möchte ich kurz eingehen. Raspbian zu installieren, normalerweise runterladen, dann, wenn ich es entsprechend runtergeladen habe und auf die SD-Karte gebrannt, kopiert, wird entsprechend, das sehe ich natürlich jetzt bei mir nicht, eine Boot-Partition, die ist in VFAT und kann auch unter Windows und macOS gelesen werden. Das hat den Vorteil, weil ich in der Boot-Partition für den OTG-Modus verschiedene Sachen editieren muss. Und wenn ich Zugriff haben will, oder wenn in den neueren Raspbian-Versionen, wenn beim Boot-Up der SSH-Daemon gestartet werden soll, muss ich auch in der Boot-Partition die Datei anlegen, SSH, wo jetzt hier zum Beispiel gar nicht vorhanden ist. Oder übersehe ich da was? Nee. Dann ist es vielleicht die falsche. Ich muss das mal umstellen. Tut mir jetzt leid. Ich hätte doch das gedacht, dass es besser zu sehen ist über die zwei Bildschirme, aber dann mache ich jetzt erst einmal ein Bildschirm draus. So. Mein Hauptinteresse war eben, eine Netzwerkschnittstelle zu haben, den Raspberry Pi an den USB-Port anzuschließen und per SSH dann über die Netzwerkschnittstelle auf den Raspberry Pi zuzugreifen. Da muss ich erst da um den SSH-Daemon zu starten, muss ich in der Boot-Partition eben den SSH-File anlegen, dass er beim nächsten Boot-Up den SSH-Daemon startet. Dann muss ich zwei Dateien editieren. Zum einen die Config-Datei, Config-Text und den Device-Tree-Overlay DWC2 aktivieren, dass er beim nächsten Booten eben auch den Device-Tree diesen Device-Tree berücksichtigt. Als zweiter Schritt muss ich in der Command-Line.txt Module laden, die Kernel-Module laden, die ich brauche, um eben den Ethernet-Adapter über die USB-Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Über Modules Load, hier nochmal den DWC2-Modul und hier das Ethernet-Modul, das mir dann beim nächsten Booten über die USB-Schnittstelle das Netzwerkinterface zur Verfügung stellt. Dann eine kleine Demo. Ich bin nur ratlos, warum das da die SSD nicht, die SSH-File nicht drauf ist.
Also auf jeden Fall hier ist das Richtige geladen. Das ist die Command-Datei. Hier werden die GIs geladen. Also mit der entsprechenden Konfiguration, mit der angelegten Datei, stecke ich die USB-Karte in mein Raspberry Pi Zero. Ein einfaches Micro-USB-Kabel im OTG-Port und stecke es rein in die, eine beliebige USB-Schnittstelle. Und warte, bis der Raspberry Pi gebootet hat. Das alles kann ich machen, ohne Zugriff auf irgendwelche Linux-Sachen schon zu haben. Also die Dateien auf der Boot-Partition, wie ich erzählt habe, kann man auch unter Windows aktivieren bzw. editieren. Da ist kein Linux nötig. Also man kann es mit jedem gängigen Betriebssystem entsprechend konfigurieren. Jetzt hat er schon mein meine Datei erkannt. Und habe hier an der, bei LSUSB, sagt mir an der Stelle, Linux USB RN-Disk-Gadget. Also der Raspberry Pi hat sich schon gebootet und an meinem Hostbetriebssystem sich als Ethernet-Adapter angemeldet. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ich muss erst dann noch meine Einstellungen editieren für Link-Local, dass er keine DHCP-Requests darüber abschickt. Jetzt ist schon meine Verbindung hergestellt, jetzt kann ich mit SSH pi.local kann ich mich über SSH einloggen. Und habe jetzt gleich Zugriff ohne zusätzliche Hardware wie Tastatur oder USB-Hub, wo ich brauche, wenn ich mehr als ein Gerät anschließen will. Eben den Raspberry Pi über die Kommandozeile dann entsprechend zu konfigurieren. Also hier bin ich jetzt auf meinem Raspberry Pi eingeloggt. Und jetzt kann ich ohne weitere Hardware eben die Konfiguration vornehmen. Ich kann einen WLAN-Chip konfigurieren, damit ich ins Netz komme oder ähnliche Sachen. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich auf die... Also, über ZeroConf, über Avahi. Also das funktioniert jetzt auch also bei jedem Windows-Rechner, wenn ZeroConf installiert ist oder bei einem Mac. Erkennt er dann automatisch oder er löst automatisch die Adresse des Pis auf raspberrypi.local. Ja. Genau, also normalerweise zu Windows kann ich nichts sagen und zu Mac bin ich schon lange draußen. Soll es angeblich, wenn es halt installiert ist, wenn die meistens auch also beim Apple ja eh installiert. Und bei Windows kann man es dann entsprechend nachinstallieren, dass ich eben über den Local, also über den Punkt Local Name meinen Raspberry aufrufen kann, unabhängig von der internen IP-Adresse, die er sich selber gegeben hat beim Hochbooten. Sonst noch Fragen, Anmerkungen?
Okay, die zweite Möglichkeit, die sich mir bietet, bei der Ethernet-Schnittstelle kann ich alles von außen konfigurieren. Da konfiguriere ich die Sachen über die SD-Karte. Ich habe noch die zweite Möglichkeit, über eine serielle Schnittstelle, also über eine virtuelle serielle Schnittstelle auf den Raspberry Pi zuzugreifen, über TTY-Protokoll, also über TTY. Da ist das Problem, dass es leider nicht komplett von außen funktioniert. Da muss ich schon ein laufendes System haben auf dem Raspberry Pi, indem ich, dass ich erst hier statt GEther seriell hinschreibe, um das entsprechend zu konfigurieren als serielle Schnittstelle und den Teil, den ich dann innerhalb meines gebooteten Systems machen muss. Ich muss im Systemd sagen, dass er ein entsprechendes TTY-Device anlegen soll, beziehungsweise den Link darauf absetzen. Nur so, nur auf diese Weise kann ich dann von außen auf den Raspberry Pi zugreifen. Das machen wir jetzt kurz. Wie viel Zeit bleibt noch? Okay. Jetzt habe ich natürlich runtergefahren, glücklicherweise. Es gibt. Ja, man kann sie kombinieren. Es gibt auch schon vorkombinierte Multi, wo dann bestimmte Elemente schon zur Verfügung stellt. Damit habe ich mich persönlich jetzt noch nicht befasst, weil mehrere Sachen in meiner Konfiguration habe ich jetzt noch nicht gebraucht, aber eben die Module und die Konfigurationssachen stehen zur Verfügung, dass ich auch mehrere Sachen gleichzeitig laden kann. Was es heißt, bei Windows kann ich das nicht sagen, wenn über einen USB, dann über eine USB-ID oder sowas mehrere verschiedene Geräte dann ankommen. Also ich habe auch ich habe auch die Möglichkeit von der Treiberseite auf dem Raspberry Pi alle Parameter zu setzen, die sich mit dem USB-Device, die zum USB-Device gehören. Ich muss jetzt nicht eine spezielle ID setzen, sondern ich habe die Möglichkeit, dem Raspberry Pi vorzusagen, melde dich als Device XY mit der Device-ID und mit der Vendor-ID. Das kann ich alles aus dem Treiber raus auf der Seite des Raspberry Pi konfigurieren. Also ich habe jetzt in meinem Beispiel keine Multi-Devices verwendet, aber es geht. Laut der spärlichen Dokumentation gehen auch Multi-Devices. Mein altes Ubuntu macht da noch irgendwelche Sachen. Jedes Mal, wenn ich kann auch von der Treiberseite aus jetzt nicht nur die USB-Parameter setzen, die der Host-Adapter sieht, sondern auch die, wenn ich jetzt ein Ethernet-Device nehme, die MAC-Adresse setzen. Also das hier ist jetzt eine generierte vom System selber, aber ich kann auch hier eine beliebige MAC-Adresse vom Device setzen, was vielleicht für andere Anwendungsfälle, wenn ich irgendwas emulieren will, nicht schlecht sein könnte. So, jetzt sind wir nochmal auf dem Raspberry Pi. Jetzt gehe ich Boot. Und das war ein ganz Standardsystem, deswegen habe ich kein Vim installiert. Deswegen nehme ich jetzt erst einmal sudo nano und
editiere die Kommandoline txt. Das muss alles in einer Zeile drin sein, aber dann gehe ich an die entsprechende Modulstelle und tausche den Ethernet, das Ethernet-Modul noch seriell aus. So, und wenn er jetzt neu gebootet hat, das die einzige Unkonfiguration, wo ich jetzt gemacht habe, jetzt soll er sich halt nicht mehr als Ethernet-Device melden, sondern eben als serielle Schnittstelle, über die ich auch auf den Raspberry Pi zugreifen kann. Eben mit der Einschränkung, dass es vorher schon, was natürlich gerade mir einfällt, dass es nicht funktioniert, da ich vergessen habe, mit dem System die entsprechend die Sache umzustellen. Aber ich glaube, das habe ich in der vorherigen Version schon gemacht. Wie gesagt, mit der seriellen Schnittstelle ist das Problem, dass ich schon ein laufendes System brauche, um den System die entsprechend zu konfigurieren. Wenn ich jetzt gucke, gibt es hier keinen Ethernet-Adapter mehr, sondern USB-Serial-Gadget. Und wenn ich jetzt, was man auch nicht macht, kann ich jetzt Putty aufmachen zum Beispiel über die ACM0-Schnittstelle und mit der falschen Speedzahl noch. Habe ich jetzt auch wieder Zugriff, auch wenn es etwas klein ist, über die serielle Schnittstelle, über TTY. Ja, das kann man jetzt schlecht lesen, tut mir leid. Hier ist auf jeden Fall die TTY-Schnittstelle, die ich dem SystemD in der Konfiguration gesagt habe und kann eben mich jetzt auch entsprechend einloggen als normaler Raspberry-User. Und mir steht dann entweder natürlich wieder die ganze Sache zur Verfügung, den ganzen Raspberry Pi zur Verfügung zum Konfigurieren. Okay. Doch schneller als gedacht. Dann waren das meine zwei Anwendungsbeispiele, die ich für mich hatte. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Wie schon erwähnt wurde, ich kann eine Tastatur ohne Maus emulieren. Da ich komplette Kontrolle über die Firmware habe, kann ich mich anmelden als Microsoft-Tastatur und Microsoft-Maus, wie mir es gefällt, entsprechendem Ausführung als Rappadaki, dass ich irgendwelche über die Human Interface Device Sachen eben an Windows zum Beispiel irgendwelche Tastatureingaben schicke. Oder ich habe eben die Möglichkeit, auf dem Raspberry Pi installiere ich mir in Kali Linux, habe dann auch wieder die Möglichkeit über die Windows-Seite, wenn ich ihn einstecke, dass es als Ethernet-Adapter erkannt wird, eben vielleicht manche Sachen zu umgehen auf dem Windows-Rechner. Eine weitere Sache, das habe ich noch ausprobiert. Ich habe auch noch die Möglichkeit, USB-Storage zu emulieren. Dazu kann ich auf dem Raspberry Pi, auf der SSD-Karte, lege ich mir eine Datei an, formatiere die mit VFAT, konfiguriere mein USB-Gadget entsprechend und kann das dann, wenn ich es anschließe, erkennt der Rechner dann als USB-Device, als USB-Mass-Storage. Und über die Schnittstelle kann man dann auch Daten übertragen auf den USB, also auf den Raspberry Pi, beziehungsweise auf die virtuelle Flash-Drive. Das Problem, das ich bei der Sache noch hatte, er bindet es korrekt ein und er zeigt es auch richtig an, aber ich habe noch das Problem, dass es read-only, beziehungsweise er meint, es mein USB-Device ist write-protected, da weiß ich noch nicht, an welcher Stelle ich noch einen Konfigurationsparameter setzen muss, dass es auch das write-protection an der USB-Mass-Device ausgeht. Das waren eigentlich meine Zeit
und meine kurze Vorstellung meiner Anwendung. Mein Ziel war eben, mit wenig Hardware-Aufwand einen Raspberry Pi Zero zu konfigurieren. Und besonders einfach geht es über die Ethernet-Schnittstelle, da ich keine andere Sache brauche, außer ich kopiere mal meinen Raspberry auf meine SD-Karte, editiere zwei Dateien und boote damit und habe dann quasi ein vollwertiges Ethernet-Device, auf das ich per SSH zugreifen kann und meinen Raspberry Pi dann konfigurieren. Dann danke für eure Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind oder Anmerkungen, gerne willkommen. Die Frage war, ob es den Vortrag auch online gibt. Ich mache noch einen Blog-Eintrag draus. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, mit dem alten Blog neu aufzuziehen, aber dann gibt es auch noch einen Blog-Eintrag über das und über die anderen Möglichkeiten. Okay, du hattest noch eine Frage? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil es kann sein, dass es da Zugriffsprobleme gibt bei dem Dings. Ich habe es jetzt über das Beispiel, was ich ausprobiert habe, was leider nicht funktioniert hat, ist eine normale Datei, die mit DD geschrieben wird und entsprechend formatiert. Also jetzt kein fancy Partition oder sowas ähnliches. Und je nachdem, denke ich mal, wenn du zwei gleichzeitig drauf zugreifst, dass es da ein Problem gibt. Meine Idee war, was auch nicht geklappt hat, den alten digitalen Fotorahmen von meinen Eltern WLAN-fähig zu machen, dass ich entweder halt per WLAN neue Bilder auf den... Das geht nicht, ja. Das war genau das Problem, ja. Aber da gab es noch andere Probleme. Aber wenn es nicht geht... Warum geht's nicht? Ist das sonst noch Fragen? Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr noch meinem Vortrag gelauscht habt. Vielen Dank.